Damit hallo. In einer weiteren Folge Whatever Wednesday wieder noch oder immer noch beim selben Turm in Project Highrise. Ich finde, gerade läuft es den ganz gut. Ich habe jetzt angefangen, hier mal das Lager hinzubauen. Denn jetzt kann ich hier tatsächlich überlegen, was ich hier so einen. Genau. Baue ich hier nämlich so einen Handyladen hin. Du brauchst natürlich. Strom. Ich brauch's. So. Sprich, ich sollte jetzt die Möglichkeit haben, hier irgendwelche Büros reinzusetzen. Nein. Kleinen Geschäften. Jetzt kein kleines Geschäft, oder was? Doch, kein Elektron. Doch, also es zählt als klein. Okay. Heißt aber, ich mach. Daneben passt nichts. Dann wird hier tatsächlich. Marie. Perfekt, Strom. Ich euch sofort dahin. Dann mache ich aktuell halt gut. Reichen euch zwei nicht, oder? So, kommt schon. Zwei kleine Geschäfte müssen reichen. Ja, nice. Okay. Sehr gut. Kreativ und Technik. Wasser brauche ich. Macht nix. Bevorzugt eine höhere Etage, aber dann mal. Da fängt das Problem nämlich an. Ich weiß tatsächlich noch. Wasser hier hoch zu. Tatsächlich. Darf ich das auch? Als ein. Wasser verlegen. Der lieben Unter. Naja. Okay, Drogerie benötigt. Eine habe ich ja. Hier unten ja, glaube ich, eine Drogerie. Ja, genau. Vielleicht da oben Arzt. Perfekt. Eigentlich, was ist hier los? Kopiercenter. Okay, Kopiercenter neu. Kriegen wir hin.
gar kein Problem. Service neuer. Passt. Kriegen wir hin. Zufrieden. Neuerung. Geil. So. Ach denn. Ja, was. Ich habe jetzt mal meine Kredite geschafft, zurück. Beide. Gar kein Problem. Geld ohne Ende. Auf jeden Fall mal. Jetzt auf jeden Fall alles renovieren gehst. Ich hätte gerne außerdem. Kannst du nicht automatisch. Schade. Gar kein Problem. Ich finde, es läuft. Damit auch gerechtfertigt. Ganz netter. Den ganzen Büros, die hier drin sind, einen Aufzug haben. All weiten auf. Dann haben wir nämlich ein bisschen Spielraum und können theoretisch noch ein Stückchen in. Ich hätte gerne 2 Etagen. Dazu müssen die oben natürlich erst fertig gebaut sein. Aber prinzipiell finde ich, läuft das schon. Das heißt, ich kann rein theoretisch sagen, der Büro-Komplex ist soweit fertig. Ich kann den eigentlich beliebig erweitern. Ich würde jetzt vielleicht überlegen, an die Challenge zu gehen, ein Wohnhaus daneben zu bauen. Gesamtausgaben ist nur, weil ich Sachen gebaut habe. Ja, dass ich trotzdem noch Plus gemacht habe. Tatsächlich wäre jetzt so die Überlegung, ob ich demnächst anfange, hier ein Wohnhaus noch nehmen. Weil ich wollte ja irgendwie so die Twin Towers bauen. Klingt auch falsch, ich weiß. nee, ich kann tatsächlich mal überlegen, wenn ich so irgendwas angespart habe. Oh. Time is now, so. Wie viel Platz braucht. Ja, ich kann rein theoretisch hier ein großes Apartment drin. Aber dann wäre hier kein Aufzug drin. Weiter kann ich es tatsächlich nicht. Das heißt, ich würde überlegen, vielleicht wirklich auf große Apartments. Irgendwann. Jetzt mal hier ein bisschen was hoch. Wasser. 3 sollte ich auf jeden Fall weiterbauen. Mal ein bisschen in den Keller zu bauen. Weil tatsächlich werden wir auch hier Keller gut benutzen. So, damit habe ich mal einen relativ großen Komplex hier neben. Natürlich aktuell keine Einnahmen bringt. Die ganzen Sache wenden. Ja, das ist doch. Eigentlich ganz hübsch. Ah, hier an.
Okay. Tatsächlich haben wir hier ein klitzekleines Problem. Aber hier lässt sich tatsächlich so platzieren. Damit kriegen wir keine Zwei-Zimmer-Apartments. Aber das ist gar kein Problem. Ich lasse sie dann hier mal erstmal weiter fricken. Wenn das so nebenbei noch läuft. Dann würde ich gerne, genau, einmal den Wartungsbüro losschicken. Aktuell geht es, glaube ich, hier allen in dem Haus ziemlich. Jetzt mal getippt. Aktenablage-Service benötigt. Wo sind denn die Services? Aktenablage-Service. Da. Das heißt, den baue ich auf jeden Fall noch. Aber auch hier. Okay. Okay, Bauarbeiten für Elektrizität, Telefonkabel sind in den nächsten 48 Stunden 75% günstig. Was? Okay. Was bist du? Du bist der Kurierservice. Du bist auch überlastet. Jetzt geht hier richtig Riot, sagst du. Kurierservice. Ja gut, dann eigentlich wollte ich warten, bis sie hier mal anfangen zu bauen, aber tatsächlich brauche ich das erstmal da rein. Müssen die jetzt nämlich mal anfangen. Ich habe vielleicht ein bisschen viel auf einmal gebaut. Ja, Kurierservice brauche ich. So, dann brauche ich hier tatsächlich sogar. So, also es geht tatsächlich aktuell den Leuten nicht so gut hier oben. Den teuren. Echt nicht gut ist. Hier. Wir brauchen nämlich hier, die wollen einen Aktenablageservice. Genau. Medizinische Praxis östlich. Toller Name da. Toller Name. Hey, also ich muss tatsächlich jetzt warten. Bis die da mit dem ganzen Kit fertig sind, bevor die hier anfangen mit. Also mein Häuser, mein Wohnungskomplex wird ist erstmal nur Rohbau. tatsächlich. Brauche ich, glaube ich, demnächst noch ein weiteres Bauarbeiterbüro. Hier ist gerade echt Party. So. Apartment. So. Brauche ich alles eigentlich nicht. Ich brauche jetzt nur relativ schnell den Aktenablageservice. Schließen Sie einen Sponsor auszuputzen. Farbanstrich, renovieren. Ich will tatsächlich immer 15% mehr besuchen. Kostenlose Plaza-Objekte. Aktionsangebote mal gut. Der Umsatz bei Läden und Geschäften prinzipiell eigentlich gut. Ich brauche auf jeden Fall quasi konstant Wartung. Die müssen jetzt echt mal den Aktenablageservice. Ich hab
bisschen viel auf einmal vielleicht noch. Ja, das Ganze mal, aber ich glaube, die werden echt unglücklich, so langsam hier im Aktenablageservice. Es geht sogar. Es geht noch. Ich hoffe einfach, dass die hier unten das Stück so lang, so schnell fertig bauen oder hier, wo der Aktenablageservice reinpasst. Schon. Ich muss das jetzt fertig machen. Kein Bock, den Aktenablageservice hier unten reinzubauen. Okay, das Mietbüro im, oder die Mietetagen sind gleich fertig. Das werde ich schon überlegen. Hier, mal testhalber, was brauchen die denn? Kleine Restaurants, kleine Geschäfte, Mode, Accessoires. Nein, dann ist das doch nicht das. Ich werde jetzt mal ein Zimmer-Apartment. Was braucht ihr denn? Auswahl an kleinen Geschäften, Lebensmittel. Kleine Geschäfte, Lebensmittel. So brauche ich noch. Lebensmittelgeschäft. Da, Wein und Spirit. So, Laden für Wein und Spirit. Gar kein Problem. Und irgendwie noch so ein, zwei kleine. Problematisch, da nicht hin. So. Ah, yes, okay. Das heißt, ich mache mal kurz Pause. Auch Ablage. Passt hier noch. Nein, ist mir auch. Ah, ich brauche den. Was brauchst du? Brauchst du Strom? Brauchst du Wasser? Ist cool. Das heißt, der Aktenablageservice ist in Arbeit. Heißt, euch sollte es bald wieder besser gehen. Theoretisch zu. Und wir haben schon Stromproblem. Heilige Maria, okay. Ja. Okay. Stromprobleme, adieu. So, was sagt denn unser Telefon? Telefon heißt, sagt eigentlich, ja, theoretisch ist noch in Ordnung, ich baue lieber noch eins für zur Sicherheit. So. Oh, okay. Was? Das heißt, wir haben schon wieder einen überlasteten Gear-Service. Was? Okay. Oh, da unten. Telefon. So. So. Wächst und gedeiht. Rein theoretisch sollte ich das halt mit den Mietern nicht unbedingt anstreben, weil das wird mir das letzte Mal mit den Wohnungen. Also ich sollte vielleicht überlegen, tatsächlich da noch einen weiteren Bürokomplex reinzubauen. Es geht sogar mit mittelgroßen. Dann könnte ich überlegen, tatsächlich ich mache doch kein Apartments. Das wird mir das Genick brechen.
Das heißt, ich baue hier lieber mittelgroße Büros. Gucke, Telefon, Internet, warte mal. Hier Wasser, Telefon, Strom. So. Strom. Strom. Also. Leg das darüber, auch wenn ich weiß, dass ich es eigentlich nicht unbedingt brauche. Wasser, so. Telefon. Telefon. So, und Strom. Ich bin tatsächlich am Überlegen, das ist gar keine so doofe Idee. Das schon. Hier tatsächlich Ganze so breit zu bauen, dass hier theoretisch Geschäfte reinkommen. Hier so eine Geschäftszeile. Und ich kann hier theoretisch mal schön eine Arztpraxis bauen. Ich kann hier Finanzbüros rein. Ich kann tatsächlich hier nur, ja gut, bevorzugt höhere Etage. Das heißt, ich baue hier auf jeden Fall der Tief- und Technikbüro rein und hier am besten noch Arztpraxis. Auch wenn die jetzt ein bisschen weiter außerhalb sind, ich hoffe, das funktioniert so, wie ich dachte. So, genau. Zack. Hier noch die letzte Arztpraxis rein. So. Das heißt, auch wenn es jetzt irgendwie zwei getrennte Türme sind, die sind fast zu einem großen zusammengewachsen. Und ja, in der Theorie haben wir ja noch ein bisschen Platz nach oben. Aber wie gesagt, das seht ihr alles erst in der nächsten Folge. Ich sag Dankeschön. Bis dahin. Ciao, ciao.